Guten Morgen zusammen. Ja, Kameraden. Schaut, so schön ist das hier. Ja, nur vor Nachkriegszeit. Merkt euch. Ja, Sabina. Mama ist dabei. Nun merkt euch vor Nachkriegszeit. Die SS-Sadisten und deren Zuchtkinder, die gleich geschult wurden, um Sadist zu sein, um Menschen, das Volk in Deutschland zu erpressen, mundtot machen, waren getarnt in Banditos Combat 18, diese Müllhaufen, die ich erwischt habe seit 2012. Ich habe allein gearbeitet. Gott hilft, ja. Und was habt ihr getan mit deutschen Steuern und so viel Ressourcen von Deutschland? Ja, heute ist 20.02.2024. Persia, Germania. Vor diesem Maularbeiter in Deutschland, vor diese Großmäulige in Deutschland. Welche Rasse habt ihr überhaupt? Welche Kultur habt ihr überhaupt noch? Habt ihr alles verloren? Letzte 100 Jahre habt ihr was gemacht in Deutschland? Das ist eure Ernte. Nun, Silvana aus Berlin, merkt ihr, ich bin ein Forscher. Ich habe dich um heiraten gebeten. Ich habe schriftlich auf Facebook, dass du geschrieben hast, nein, du bleibst deiner Linie treu, Silvana aus Berlin. Du bleibst deiner Linie treu, kein Problem. Dann werden wir sehen, Nachkriegszeit, Gendatenbank. Ja, welche Linie bist du, Silvana? Und alle deine Freunde, die so großes Maul habt seit 2012. Was habt ihr getan in Deutschland? Nun, Nachkriegszeit werdet ihr sehen und spüren, dass ihr beklaut worden, beraubt worden seid mit euren Genen, mit euren Linien, mit eurer wahnhaften Rasse, mit eurer wahnhaften Linie, mit eurer Blabla, Vaterland, Blabla. Seid ihr immer noch die gleiche dumme Zucht seit 1923? Hast du es verstanden, Silvana? Denn Nachkriegszeit werde ich euch zur Rede stellen, was für eine Linie bist du hergekommen und welche Ergebnisse hast du vor Deutschland, du Silvana, mit deiner Rasse? Seit wie vielen Jahren bist du auf dieser Erde in Deutschland und was hast du geleistet vor Deutschland, du Silvana? Mit deiner Linie. Das musst du schriftlich schreiben und zeigen. Denn Menschen nach Kriegszeit wollen Ergebnisse sehen. Was für eine Linie hast du, Silvana? Verstehst du? Denn hier habe ich eine Rüdiger, Freimaurer, kam und ging. Alle Stufen von Freimaurer, Sadisten habe ich entlarvt und rausgeschmissen aus Jail United School. Punkt, Silvana. Diese Ratten sind in BRD und haben Terror in andere Länder gemacht. Ich habe die erwischt. Was hast du gemacht vor Deutschland? Ich wende Schaden Nazi-Bastarde und deren Terroristen die Schaden von deutscher Staat, deutsches Volk ab! Permanent! Seit 2012, 21.08.2012, 5.15 Uhr, arbeite ich vor Deutschland! Was hast du gemacht, Silvana,
mit deiner Linie, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deiner Opa, mit deiner Oma, mit deiner Opa, mit deiner Oma, habt ihr gefressen, deutsche Steuern. Und was habt ihr von Ergebnissen, Silvana? Schreib auf, denn die Menschen außerhalb Deutschland wollen wissen, welche Linie hast du, Silvana? Punkt! Es wird schriftlich gemacht, alles. Vor Menschen. Denn Sadisten versuchen sich nur verstecken nach Kriegszeit. Hast du es verstanden, Silvana? Ich bin Forscher. Ich sammle Nazi-Terroristen, die 1945 sich hier in Dortmund versteckt hatten. In SS-Wolfschanze Teremonia. Hast du es verstanden, Silvana? Ich arbeite und bringe Leistungen vor Deutschland. Was hast du gemacht, Silvana, mit deiner Rasse? Silvana, was hast du gemacht vor Deutschland mit deiner Linientreue, Parasiten? Die deutsche Pass missbrochen, faul, Lügner und Betrüger sind, nicht können, unzuverlässig, glaubunwürdig. Silvana, was hast du gemacht vor Deutschland? Punkt. Tick, Tack, Nachkriegszeit. Merkt euch.